So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von Löwen, zu einer weiteren Folge von Weeble Potter's World. In der letzten Folge, wie man hier schon sehen kann, haben wir die Brücke ein bisschen weiter nach rechts verschoben. Und wenn ihr wissen wollt, was wir in dieser Folge machen werden, falls ihr letzte Folge nicht aufgepasst habt, was wir machen, ja, dann bleibt gerne dran und wir sehen uns gleich. Pier totum locomotor! So. Und hier sind wir auch schon wieder. Und ja, also in dieser Folge würde ich ganz gerne mit euch den Rest nach rechts verschieben. Natürlich würde es jetzt hier mit dem Turm in Konflikt kommen, aber den lassen wir auch erstmal aus. Da gehen wir jetzt mal so weit, wie wir machen können. Und wir machen es jetzt einfach mal so. Ich werde jetzt erstmal diese Seite hier nach rechts verschieben. Und ja, und zwar jeweils um 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und so weiter. Ja, das ist jetzt eine ziemlich stumpfe Aufgabe. Aber naja, sei es drum. Ach ja, und diesen Baum hier, den fackel ich jetzt einmal ganz kurz an. Schade natürlich wegen dem CO2-Ausstoß. Aber ich bin aktuell wirklich zu faul, den komplett abzubauen. Und ihr wisst, wie nervig und wie lange das dauert. Also wie nervig das ist und wie lange das dauert, so einen Baum hochzuziehen. Und ja, weil wir heute ein bisschen viel vorhaben, also weil das hier eine große Aufgabe ist, ja, will ich auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, ehrlich gesagt. So, das hier müssen wir jetzt einmal, halt, was mache ich eigentlich? Oh Mann, Leute. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon selbst ein bisschen. Naja, zumindest. Nein, ihr könntet es. Ihr hättet das gar nicht erkennen können. Aber eine Sache habt ihr auf jeden Fall erkannt, Leute. Die andere Sache, die erkläre ich euch jetzt. Aber die eine andere Sache habt ihr bestimmt schon erkannt. Und Louis, was. Nein. Louis. Louis, warum machst du das? Wisst ihr, anstatt dass er wieder auf seinen Platz geht, legt er sich genau auf meine Jacke und meine Tasche. Gut gemacht, Louis. Ja. Zauberstab. Moment. Vision und wen. Wingardium Leviosa. Ja, genau, Louis. Runter da. Und runter mit dir. So. Ja, nämlich das eine Problem ist eben, wie ihr eventuell schon selbst ein bisschen bemerkt habt, Moment. Ja. Das Bild ist irgendwie stehen geblieben. Ja. Es sollte nachher noch funktionieren. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber es sollte nachher wieder ein bisschen funktionieren. In den späteren Folgen funktioniert es auf jeden Fall wieder. In dieser Folge allerdings nicht. Und das tut mir auch sehr leid. Und ja, was ich euch jetzt sag, was mir persönlich noch aufgefallen ist, nein, ich habe diese Audioaufnahme nicht gecuttet oder sowas. Naja, theoretisch schon, aber nicht absichtlich, sagen wir es mal so. Weil während dieser Aufnahme ist die GoPro leer gegangen. Und ja, das war genau zu dem Zeitpunkt, als diese jetzige Aufnahme begonnen hat, die jetzt schon seit 1 Minute 55 läuft. Okay, gut, ich habe auch vollen Akku. Und ja, damit euch eben nicht ganz so langweilig hier während der Folge ist, ja, mache ich jetzt hier eine extra Aufnahme dazu. Einfach aus dem Grund, damit es eben nicht so langweilig ist. Und ja, ich weiß, der Hintergrund, was ihr jetzt hier seht, dieses Standbild, das ist jetzt auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Aber, ja. Vielleicht findet sich ja ein Thema. Nämlich, also wenn jetzt hier kein Bild kommt. Also ich sehe jetzt hier das gleich. Also so in ungefähr 1 Minute Tonspuren kommen. Aber Spieltonspuren, nicht von der GoPro-Tonspuren. Also nicht meine Stimme wieder, sondern vom Spiel anscheinend. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und wenn da doch nichts Interessantes kommt, dann würde ich ein Thema ansprechen. Ansonsten würde ich es in der nächsten Folge, also in der nächsten, die ich aufnehme, dran nehmen. Aber jetzt warten wir einfach mal noch 30 Sekunden. Und
Ja, also ich habe jetzt noch diese Folge, nächste Folge und übernächste Folge aufgenommen. Und das heißt also quasi in der dritten Folge nach dieser Folge würde ich dann ein Thema mal wieder anquatschen. Und jetzt gleich. Ah, okay, da tut sich tatsächlich ein bisschen was. Okay. Okay. Ja. Okay, Hilfe. Okay. Anscheinend funktioniert da doch irgendwas nicht so ganz. Gut, dann spreche ich jetzt einfach mal das Thema an. Also was ich euch jetzt sagen werde, ist, dass ich in dieser Folge hier dabei bin, das gesamte dritte Gebäudekomplex nach rechts zu verschieben, quasi. Und zwar indem ich die alten Steine wegbaue. Nicht ganz wegbaue, sondern bloß einen Teil, damit ich quasi nach drüben verschieben kann. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich hoffe es einfach mal. Ich gehe jetzt mal davon aus, so wie wir es mit der Brücke eben auch gemacht haben, letzte Folge. Und ja, damit das Ganze eben wieder proportional ist. Und Leute, ich kann euch sagen, das ist nicht das allerletzte Mal, dass wir dieses Gebäudekomplex verschieben und neu bauen und sowas. Also ich warne euch jetzt schon mal vor, ich glaube in der nächsten, genau, also in der übernächsten Folge, nicht in der nächsten, in der übernächsten, habe ich die offizielle Version des dritten Gebäudekomplexes fertiggezogen, den Grundriss. Und da habe ich dann auch endgültig entschieden, wie es wird. Also reißt mir bitte nicht den Kopf ab. Ah, da kam wieder ein neues Bild. Yay. Ja, also man sieht es schon so ein bisschen. Ich habe die Mauern weggebaut da rechts. Und das Ganze hat sich auch ein bisschen verschoben und sowas. Und genau, das bearbeite ich jetzt in dieser Folge. Ja, ein Thema, das ich jetzt gerne ansprechen würde, weil die Folge ja noch nicht lang geht. Oh, wieder neues Bild. Schön. Wäre das. Uiuiui, okay. Okay, es scheint zu funktionieren. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat. Aber auf jeden Fall, egal, ich spreche das Thema jetzt trotzdem an. Und ich habe noch Spaghetti, Kräuter. Zwischen meinen Zähnen, das ist nicht lecker. Und einigen von euch habe ich jetzt bestimmt den Appetit vergangen, falls ihr esst, isst, keine Ahnung. Ich bin ein Ausländer, ich komme nämlich aus Kroatien. Ja, jetzt mal wirklich. Das Thema, das ich heute gerne mit euch ansprechen würde, wäre ja meine rasante Abonnentenzahl. Leute, ich bin mega happy zurzeit. Und zwar, ich hatte ein kleines Gespräch mit meiner Freundin, weil jetzt vor ein paar Tagen ging es mir nicht so gut, das habe ich ihr dann auch erzählt. Ich bin irgendwie nicht mehr so happy wie früher, kann man sagen. Ich bin nicht mehr so. Ja, glücklich. Kann sein, dass es der Stress ist, der auf mich zukommt, weil ich bin ja jetzt Klassensprecher. Ich bin aber auch in ein paar anderen SMV-Projekten noch dabei. Und noch in ein paar anderen Sachen und sowas. Und ja, das ist halt ein Tick stressig für mich. Und dann führe ich auch noch eine Fernbeziehung und dies und das. Und da habe ich ihr gesagt, dass, glaube ich, mein größtes Problem ist, dass es mich früher so gefreut hat, jedes Mal, wenn jemand einen Kommentar geschrieben hat. Früher, als es noch Ginny Weasley, also Ellie waren, dann Eva hat mich auch immer gefreut, wenn sie geschrieben hat. Mit ihr habe ich mich früher super gut verstanden, auch auf WhatsApp. Wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, leider. Ich weiß nicht mal warum. Hannah Hufflepuff natürlich, Anna. Und Anna ist manchmal noch im Stream dabei, aber. Und Franzi natürlich auch, meine Freundin, die war früher auch oft dabei. Und jetzt ist es halt ziemlich mager geworden, kann man sagen. Also, nach etwa 24 Stunden haben meine Videos teilweise ein bis zwei Aufrufe. Und ich weiß, dass meine Mutter und meine Oma ganz gerne mal auf meine Videos klicken, einfach nur um die Klickzahl zu erhöhen. Und Kommentare lese ich gar keine mehr und ja, das hat mich halt schon ziemlich platt gemacht und das alles eben aus dem Grund, weil mein Stiefvater mir letztes Jahr eben das WLAN abgedreht hat, weil ich angeblich nicht gut genug in der Schule für ihn war. Und das hat dann quasi meinen gesamten Kanal komplett auf den Kopf geworfen, hat meinen gesamten Kanal komplett kaputt gemacht, weil seit diesem Punkt
hat sich die gesamte Community oder fast die gesamte Community einfach, ja, abgewandt, kann man sagen. Das klingt jetzt ein bisschen härter, als es ist. Wobei, nein, es ist für mich schon ziemlich hart gewesen, weil ich habe mich immer gefreut, auch in den Streams, Diskussionen über die Hochzeitsplanung von Franzi und mir, die erst in ein paar Jahren stattfinden wird, wenn es gut läuft mit ihr und mir, wo ich zuversichtlich bin. Und dies und das, ihr versteht mich, glaube ich. Und dann, nachdem das WLAN eben wieder eingeschalten wurde, habe ich natürlich mich direkt wieder aktiv gemacht, habe mich wieder dran gesetzt, neue Videos produziert, hochgeladen und alles Mögliche. Und auf einmal waren alle weg. Auf einmal waren alle weg. Und das hat mich mega fertig gemacht. Das hat sich aber langsam eingeschleicht. Also mir ging es nicht durchgehend schlecht, sage ich jetzt mal. Sondern es hat sich so angeschleicht, kann man sagen. Bis eben zu dem Zeitpunkt, an dem ich ja mit mir selbst noch nicht wirklich klar gekommen bin und irgendwas an mir ändern wollte oder sowas. Ich wusste aber nicht, was ändern. Und auf jeden Fall, das habe ich dann meiner Freundin mal erzählt, wie es mir geht und sowas. Und dass ich es auch eigentlich ziemlich schade finde, dass keiner eben mehr da ist, um irgendwelche, jetzt hängt das Bild wieder, um irgendwelche Kommentare zu schreiben oder sowas, weil mich das einfach happy macht, weil ich habe nicht viel. Sagen wir es mal so, ich habe wirklich nicht viel, das ist einfach so. Warum hängt das jetzt generell? Habe ich angehalten? Ach nee, mein PC hat sich aufgehangen. Okay, wir sind jetzt hier bei 11 Minuten. Ich mache ganz kurz einen Timer. Ich meine eine Stoppuhr. Ne, einen Timer und zwar auf... Moment, 25 Minuten geht das. Das heißt, ich mache jetzt mal auf 14 Minuten einen Timer. So. Ah, warte, ich mache auf 13 Minuten Timer. Genau, dann ist die Folge zu Ende ungefähr. Ja. Und dann... Ich habe so auf meine Abonnentenzahl geguckt. Von 111 ist sie wieder auf 110 gegangen. Ich habe mich natürlich mega gefreut, als ich die 100 Abonnenten bekommen hatte. Das war so ein kleiner Schub. Und das hat mich... Okay, jetzt startet mein PC von neuem. Alles klar. Und das hat mich natürlich mega gefreut und sowas. Und dann ist es wieder zum Stillstand gekommen. 111 Abonnenten, dabei ist es geblieben erstmal. Und dann ist es wieder auf 110 runter. Und dann hatte ich eben dieses Gespräch mit meiner Freundin. Habe ihr auch gesagt, dass ich sie vielleicht ein bisschen zurückschrauben sollte, ohne Schluss zu machen natürlich. Ja, weil das einfach zu viel ist, weil es ist ja eine Fernbeziehung. Und wenn sie jetzt hier in der Nähe wohnen würde, dann wäre es was anderes. Dann, ja... Man müsste dann quasi nicht viel Kontakt haben. Es reicht schon, wenn man sich sieht. Also ihr versteht, glaube ich, schon, was ich meine. Und dann hat sie sich ins Bett gelegt, ist schlafen gegangen wahrscheinlich. Und das war abends auf jeden Fall. Und morgens bin ich dann aufgewacht. Ich musste gleich ein Video hochladen, weil es eben schon ein bisschen knapp war bei mir, weil ich habe nächste Woche auch meine ersten Überprüfungen. Wir haben Februar. Februar, genau. Am 27. ist die Technik-FIP. Das ist eine fachinterne Überprüfung. Da bin ich 8 Stunden lang im Technikraum und versuche eine Schaltung zu bauen. Am 28. ist die NWA-FIP. Das ist naturwissenschaftliches Arbeiten. Habe ich das Thema Altersbestimmung durch die C14-Methode, also Atomphysik. Und am Freitag ist nochmal am 1. März ist dann die theoretische Technik-FIP. Das heißt, da werde ich dann nochmal ein bisschen ausgefragt, was ist das für ein Schaltsymbol, was ist das für ein Bauteil, wie funktioniert das, warum gibt es das überhaupt, solche Sachen eben. Und, ja, da bin ich eben ein bisschen ins Stocken gekommen dann mit WBPW. Und deswegen muss ich dann morgens nochmal eine Folge hochladen, dass die dann eben nur noch bearbeitet werden muss, weil ich dann am Nachmittag auch wenig Zeit noch hatte, weil die an dem Tag auch raus muss. Das war, glaube ich, sogar... Donnerstag?
War das Donnerstag? Ich glaube, es war der 14. Februar. Doch, doch, es war der 14. Februar, Valentinstag. Genau. Und dann bin ich auf jeden Fall morgens aufgewacht, habe mal meine Abonnenten angeguckt. Ich sehe, es stand 110 dran. Ja, 118. Ich dachte mir so, wow, was ist jetzt passiert? Ich war mega happy, ich war auch über den restlichen Tag mega gut gelaunt. Und ich komme dann von der Schule, also ich habe das Video hochgeladen und alles Mögliche, komme von der Schule, bearbeitet das, dass das eben um 15 Uhr raus kann. Und dann ich schaue nochmal auf meinen Abonnentenstand, 119. Ich denke mir so, what the fuck? Was passiert hier gerade? Ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert. Und auf jeden Fall, ja, dann abends habe ich nochmal geguckt, 120 Leute. Ihr glaubt mir nicht, wie unglaublich glücklich ich war. Ich schicke so Franzi ein Bild bei den 118. Und frag sie, habe ich dir das zu verdanken? Und sie so, nein, wie kommst du denn nur darauf? Und ich weiß nicht, ich war mega happy für den Rest des Tages. Und ich bin's auch jetzt noch und ich merke, ich sehe auch jetzt schon wieder, mein PC, der hat sich selbst ausgeschalten. Ich weiß die Namen gerade nicht auswendig. Aber auf jeden Fall, ja, sind eben dann eine Person hat sich dann ein bisschen aktiv gemacht. Tut mir leid, ich weiß gerade wirklich deinen Namen nicht mehr. Ich nenne ihn mal am Ende der Folge. Ja, jetzt muss erstmal mein PC wieder angehen. Und ich mache ganz kurz einen Cut rein, weil ich mir eine Sprachnachricht anhören muss. Okay, und zwar, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, genau. Also mein PC geht gerade noch an, er ist gerade noch dabei, ich war jetzt kurz 30 Sekunden weg. Und, ja, ich war auf jeden Fall, ich freue mich jedes Mal, wenn diese Person einen Kommentar schreibt und ich antworte der auch mega gern, weil ich mache das einfach echt gerne. Also YouTube ist ein Hobby, das mache ich jetzt schon seit fast 2 Jahren. Und es macht mir einfach immer noch Spaß. Es gab zwar mal eine Zeit, in der es eher weniger Spaß gemacht hat, weil ich eben die ganze Zeit nur Mauern hochziehen musste. Langweilig, aber es hat mir Spaß gemacht. Und, ja, und dann auch noch Kommentare und hier Lob und, das macht mich einfach glücklich, Leute. Ihr macht mich zurzeit einfach glücklich. Und, dann heute ist jetzt noch eine zweite Person dazugestoßen, deren Namen werde ich auch gleich noch sagen, wenn ich ihn habe. Ich weiß gerade nicht auswendig. Und die hat auch einen Kommentar geschrieben: Hi, hab dich neu kennen, bin neu dazugekommen. Und wer ist dein Lieblingscharakter? Und da habe ich mich auch voll gefreut. Ich habe voll gerne die Antwort geschrieben, weil ich habe der Person dann auch geantwortet, natürlich. Wenn man noch so wenige Zuschauer hat, sage ich mal, beziehungsweise Kommentare geht es noch, aber ich bin trotzdem mega happy. Also, das ist jetzt kein Vorwurf auf keinen Fall. Niemals. Ich bin sogar froh, dass ich noch so wenig habe, dass ich noch antworten kann, weil zum Beispiel Dagi.lp, der kann natürlich nicht auf jeden Kommentar antworten. Und ich weiß einfach nicht, was mit meinem PC gerade los ist. Anscheinend spinnt er gerade ein bisschen. Okay, der geht anscheinend doch an. Aber langsam. Und ja, ich wollte mich einfach mal auch echt bei Franzi, bei dir persönlich bedanken. Habe ich zwar auch schon auf WhatsApp, aber jetzt auch nochmal hier in dem Video. Und ich wollte mich auch nochmal bei euch generell bedanken, also bei euch beiden, die jetzt hier Kommentare schreiben. Und ich habe geguckt, Leute,
die Folge, die am Sonntag hochgekommen ist. Wir haben jetzt aktuell Dienstag bei mir. Wir haben jetzt Dienstag. Übermorgen kommt diese Folge hier raus für mich. Das heißt, für euch vor 2 Tagen habe ich genau diese Audio hier aufgenommen. Und am Montag in dieser Woche, worauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinausgehen? Leute, ich habe den Faden verloren. Hä, bin ich doof? Warte mal, was habe ich denn gesagt? Hä? Oh Mann. Luca hat kein Gehirn. Hä? Hilfe? Nein. Moment mal, also ich möchte mich bedanken. Ich weiß echt nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Oh Mann, das nervt mich jetzt ein bisschen. Aber okay. Ja, ich habe den Faden verloren. So, jetzt kann ich hier mal die Namen nennen. Nämlich einmal. Genau, also ich möchte einmal Uchiha DIY mich bei ihm bedanken. Dafür, dass er. Ja, eben Kommentare schreibt und sowas. Er hat hier vor einem Tag echt cooles Format geschrieben zu WBH. Dann einmal, wow, das ist echt riesig. Dann ist noch hier Stone God gekommen. Hab dich erst jetzt entdeckt. Hi. Dann Uchiha. Oh mein Gott, dieses Thumbnail. Limonade. Hat mich sogar gelobt. Cooles Video, Luca. Du machst echt guten Content und hättest viel mehr Abos verdient. Leute, ihr macht mich einfach echt mega happy. Und ich bin ziemlich dankbar, dass ich euch habe, auf jeden Fall. Und ja, wie lange geht denn jetzt hier diese Folge noch? Bin ich jetzt mal kurz gespannt. Noch ja, 3 Minuten ungefähr. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was ich sagen soll. Ich habe mich bedankt, ich bin auf das Problem eingegangen, das ich hatte. Ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ich schau mal ganz kurz, Moment. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich ganz genau 121 Abonnenten. Das heißt, von Donnerstag bis heute. Man kann sagen, diese 121, die habe ich jetzt schon seit dem Tag danach eben. Das heißt, ich habe innerhalb von einem Tag 10 Abonnenten dazu bekommen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Mein Bruder, also Maflice, ihr könnt ihm auch gerne mal auf YouTube folgen. Maflys, außer er hat sich wieder umbenannt. Ich schau mal ganz kurz. Ich gebe mal einen Maflice. Ne, der hat sich wieder mal Fleiß genannt. Also Maflyz. Genau. Er hat gesagt, ihn deabonnieren pro Tag ungefähr 35 Leute und dann kommen wieder Leute dazu und sowas. Er hat 10.000 und 18 Abonnenten aktuell. Und da habe ich gesagt, Junge, sei doch froh, dass du überhaupt so viele hast. Wenn mich pro Tag 35 Abonnenten deabonnieren würden. Dann wäre ich innerhalb von 3 Tagen, ja, gestorben, kann man sagen. Also, der Kanal meine ich, Luca Löwe. Also, die Folge, die am Donnerstag rausgekommen ist, 23 Aufrufe innerhalb von 2 Tagen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und Folge 184, 12 Aufrufe. Nach, Moment, es kam am 17.02. raus. Der 17.02. war. Ah, nein, warte mal. Genau, Folge 13 von WBH kam am 18. raus. Das heißt also,
Doch, vorgestern, stimmt. Vorgestern. 23 Aufrufe und die letzte Folge von WBPW kam vor 3 Tagen raus und hat schon 12 Aufrufe. Und wenn man sich jetzt mal die anderen anschaut, hier wieder 8 Minuten, 8 Minuten, 8 Aufrufe, 4 Aufrufe, 9 Aufrufe, 1 Aufruf, 2, 2, 4, 2, 5, 3, 6, 12 ist ein Livestream. 2, 12, 9. Also ich bin echt mega happy. Aber ich muss jetzt leider echt die Folge beenden. Ich hoffe, diese Real Talk-Folge, kann man so nennen, hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen was über mich gelernt oder sowas, keine Ahnung. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal unglaublich bei euch bedanken. Das macht mich mega happy, vor allem in der Prüfungsphase, die jetzt dann kommt. Ich habe ja nächste Woche, wie gesagt, meine Prüfungen. Also nicht schriftliche Prüfungen, sondern mündliche noch. Und ja, ich bin dankbar für jeden von euch, der diese Folge bis hierhin geschaut hat. Weil wenn man sich eine Folge auch ganz anschaut, dann hat das auch was mit, ja, Treue, sage ich jetzt einfach mal, zu tun. Und natürlich freue ich mich über jeden, der hier treu meine Videos verfolgt. Und ja, ich bin glücklich. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, war es hier mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ungern einen Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen kostenlosen Abo zeigen, was ihr jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen oder auf meinem Namen gerne machen könnt. Ja, lasst gerne einen Kommentar dahinter, was ihr von solchen Real Talk-Folgen haltet. Verlinkt auch sehr gerne meinen Kanal. Also ich habe nichts dagegen, wenn es so weiterläuft. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und tschüsseli-düsseli. Tschüsseli-düsseli, Louis. Tschüsseli-düsseli, Louis-li-Louis-li. Ja, spielen.